Radio Brocken Wohnzimmer Workout. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Staffel vom Wohnzimmer Workout mit der AOK Sachsen-Anhalt und mit Radio Brocken. Wieder mit mir, mit Frank Majewski von Training für dich, mit unserem super Wellness-Team André und Dorian, dem Chef-Einöler und dem Bundestrainer. Beide haben mich fit gemacht, haben mir Trainingsprogramme über Weihnachten neuer geschrieben. Ich bin frisch, ich bin fit und ich habe diesen Bräter meiner Frau entrissen. Ja, es mag euch komisch vorkommen. Ja, er ist auch abgekühlt, er ist abgewaschen. Und ich sage, Mensch Frank, was willst du mit dem Bräter? Ich sage, ich habe Sachsen-Anhalt versprochen, dass wir mit Haushaltsgeräten trainieren. Wir haben es in der ersten Staffel angeteasert, wir haben es in der zweiten nochmal erwähnt. Jetzt haben wir 14 Stunden weg. Ja, wir gehen heute in die 15. Trainingseinheit. Jetzt sind wir auch alle so ein bisschen fit und auch schon vorgewärmt und ihr könnt auch mal von vorne anfangen. Aber wir machen nicht bei Null los, ja, sondern wir machen einfach dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir bleiben im Hochintensivbereich, wir nehmen ein bisschen die Gewichte rein, wir werden ein bisschen Tabatas machen, ja, und den Kettlebell-Ersatz, den Topf. Ja, also wenn ihr noch mal ein bisschen Zeit habt, Pause drücken, Topf holen, der ergänzt unsere Flaschen, unsere Matte. Noch nicht losstürzen, ganz kurz noch, wer unser Video bei Facebook teilt, an die ersten zwei, die das teilen, die bekommen von uns die Radio Brocken Handtücher, die kennt ihr aus der ersten Staffel, ja. Wir tragen euch ein bis zur nächsten Einheit, unten im Kommentarfeld bekommt ihr eine Nachricht von uns. Also teilen, empfehlt uns das, es ist einfach eine schöne Geschichte, wenn man am kurzen, ganz spontan Trainings machen kann. Wir machen das für euch möglich. Ihr könnt damit auch rausgehen. Alles möglich mit YouTube oder Facebook. Wir rocken es für euch. Okay? Also trinkt noch einen kleinen Schluck. Ich mache mal ganz kurz die Lippen feucht und dann gehen wir, legen wir los. Ich packe meinen Kettlebell-Ersatz rein und dann ist Start. Matten nicht vergessen. Ein dickes, olles Handtuch reicht auch. Dann gehen wir in die Erwärmung und dann starten wir langsam los. So, immer nicht vergessen. Meine Nase läuft immer. Bin ein bisschen zu und immer. Kleiner Schnupfenmann. So. Hände auf die Brust, Augen sind zu. So, alle haben Lust auf Sport, haben Lust auf Bewegung. Wir bringen euch durch diesen Winter. Wir wollen im Frühjahr alle wieder ein bisschen fit sein. Wir helfen euch dabei. Achtung, wir atmen ein. Und die Hände fallen runter, Kinn auf die Brust, Schultern weit vorziehen und schön nach hinten. Ja, alles erstmal Mobilisierungsübung. Drei. Und das Ganze viermal schnell. Zu. Zu. Noch einmal, drei und letztes Mal. Dann hinten bleiben, jetzt lang von oben eintauchen, durch die Knie ziehen und langsam aufrollen. Zweites Mal, eintauchen, aufrollen. Einmal noch, wieder reinziehen, aufrollen, oben bleiben und schön lang strecken. Ja? Hier geht es noch gar nicht so sehr, die Muskeln warm zu machen, die gehen automatisch mit. Ja, hier geht es dabei erstmal beweglich zu werden. Ja, die Schultern, wann waren die heute schon mal oben, die Arme? Ja, die Schultern in ihrer Beweglichkeit zu schulen, aufzuwecken. Hallo ihr Lieben, wir machen Action. 3, 2, 1 und locker. Arme Seite, eine Hand nach vorn, eine nach hinten und wir gehen weiter in die Mobilisierung der Schultergelenke. Das werdet ihr gleich bei der ersten Übungskombination merken, wie wichtig das ist, dass die Schultern in ihrer maximalen Beweglichkeit parat stehen zu powern. Schön reindrehen. So, den Bräter habe ich gewogen, der wiegt 2,4 Kilo. Ihr könnt natürlich je nach Fitnesszustand euch Kettlebells kaufen. Ihr könnt natürlich noch eure Oma gusseiserne Eimer mopsen, was euch alles so einfällt, wenn ihr in den Gewichten hochgehen wollt. Und wir lassen die Arme locker ausschwingen. So, mein Schuh ist offen, den mache ich ganz kurz zu. Wuppi wuppi. Ich habe ja früher Schleife gelernt. Geht also schnell. So, wir bleiben stehen, stabil, Bauch ist drin, wir sind leicht verdreht, Arme gehen hoch und wir fallen ganz locker rein in die Knie, dass die Beinmuskulatur langsam aktiv wird. Die Arme schwingen locker mit. 20 lockere Schwünge. 10 sind weg. 2, 4, 6, 8, 20 Schwünge. Und locker. Hände in den Kopf. Und wir rotieren mal ganz leicht, ohne Power. Versucht das Becken gerade zu halten. Soweit es möglich ist, schön rein rotieren. Oben bleiben. Ganz leicht oben bleiben. Kopf hoch, reindrehen. 4, 3, 2, 1, locker. Kleiner Schritt nach vorn, Arme auf Brusthöhe und wir schieben uns nach oben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vorletzter und locker. Linkes Bein nach vorne, Arme vorm Körper und wir ziehen die Arme zur Seite hoch. Ganz entspannt, alles noch ohne Gewichte. 3, 4,
5, schön hochziehen, 6 dann, 7, 8, 9, 10 und locker. So, ein bisschen breiter stehen. Einen machen wir noch, da sind wir ein bisschen warm genug. So, eine Hand vom Hosenstall, eine ans Ohr. Und dann fangen wir mal ganz langsam an. Immer im Wechsel. Hosenstall, Ohr im Wechsel. Und jetzt fangen wir mal an, ganz leicht in dieser breiten Kniebeuge zu federn, dass es in die Adduktoren geht, die Oberschenkelinnenseite. Schön reinziehen. Achtung, da werden gleich schneller. 2, 1 und Speed. Komm, 20 Stück. 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 20 und locker. Okay, wir starten. Matten ausrollen, alles bereit halten. Bretter ist dabei. Schuhe ist zu. So, ich mache es ganz kurz vor, erstmal ohne Bretter oder ohne Kettlebell. Wir nennen das Ding einfach mal Hantel, Topf, Pfanne, was euch so spontan einfällt. Ziel ist es, die Schultermuskulatur in ihrer Rotationsfähigkeit zu belasten. Ja, die Schulter ist ein ganz empfindliches Gelenk. Und wer schon mal eine Schulterverletzung hatte, wird merkt dann erstmal, wie wichtig die ist beim Anziehen, beim Putzen, beim nach irgendwas greifen. Ja, irgendwo im Haushalt ist die Schulter kaputt. Es geht echt viel nicht mehr. Also starke Schultermuskeln. Wir starten. So, Bretter vorne unter das Kinn. Da bleibt er auch und dann geht er ganz sanft um den Kopf drumherum. Wir starten. Ganz locker. Bleibt ganz eng am Kopf. 12 Runden links, 12 Runden rechts. 4. Runde. 5. Runde. 6. Runde, 7, 8. Runde, 9, 10, 11, alle treffen sich unterm Kinn und zurück, ab geht's. Schön die Schulterrotation reinnehmen, 2, 3, 4, 5, 6. Runde, 7, 8, 9, 10 sind weg, 11, 12 und den Bretter runternehmen, die Hantel weg. Rechtes Bein nach vorne, den rechten Arm auf das rechte Knie legen, Handrücken nach vorn und wir ziehen den Bretter auf die letzte Rippe. Versucht nicht so aufrecht zu stehen, schön nach vorne, dass ihr so parallel wie möglich zum Boden hängt. Das ist eine Zugübung und wir ziehen den Bretter hoch. Ab geht's, 20 Stück, 3 sind schon weg, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihr könnt auch einen Kasten Bier nehmen, allerdings trinkt ihn vorher aus. Alkoholfrei natürlich, ist ja eine Gesundheitssendung, von daher schön dranbleiben. Achtung, 18, 19, 20. Kurz hochkommen, kurz atmen. Links ist vorne, rechts ist hinter, die Hand tauscht. Wir diese ganz gemütliche Position, Handrücken zeigt nach vorne und wir ziehen auf die letzte Rippe. Nicht nach vorne auf die Brust, letzte Rippe, die sitzt hier unten. Und dann geht der Ellenbogen schön weit zurück. Schön weit zurück. Schön nach hinten ziehen. 9, 10. Zug, 11, 12, schön nach unten auf den Schuh schauen, 15, 16, 7, 8, 9, 20 und wir kommen hoch. Einmal atmen, die Hand unter das Kinn, Bauch ist schön fest und wir legen los. 12 Runden rechts rum, 2, 3, 4, die Schulter rotiert unter Belastung, 5. Runde, 6, 7, 8, 9, 10. Runde, 11, 12, alle treffen sich unterm Kinn und zurück. 1, 2, 3, 4, 5 sind weg, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und locker. Rechtes Bein nach vorne, den Bretter, den Topf, die Hantel in die linke Hand. Wir gehen runter, 90 Grad im Knie, schön aufstützen, Bauch ist fest, den Rücken schön durchdrücken und wir gehen ins Rudern. Schön nach oben ziehen. 3 sind weg, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich rate euch, wenn ihr euch ein Kettlebell vielleicht online besorgt, irgendwie versucht bei 4, 6 und 8 Kilo. Und bei den 8 Kilo würde ich euch empfehlen, 2 zu kaufen, also in Summe 4 Kettlebells. Eine 4er, eine 6er und 2 8er. Moment, 18, 19, Wechsel. Links vor, rechts hinter. Hantel wechselt. Ab geht's, erster Zug. Ja, warum 2 schwere Kettlebells? Damit ihr Bankdrücken machen könnt. Auf dem Rücken liegen und mit 2 Hanteln nach oben die Brustmuskulatur trainieren könnt. 15, 16,
7, 8, 9 und 20. Wir kommen hoch. Ihr dürft einmal atmen. So, Hand unter das Kinn, kurz Spannung und ab geht's. Letzte Runde. 2 sind weg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Runde. 11, 12 und zurück. 1, 2, wir sind unter 10. 4. Runde. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vorletzte Runde. Letzter Break unterm Kinn. Rechts geht raus. Topf, linke Hand. Aufstützen, Bauch rein, Rücken durchdrücken. Wir kippen nach vorne, wir gehen in die Zugebene. Schön unter die letzte Rippe ziehen. Und Zug. 7, 8, 9, 10 geschafft. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9 und wir wechseln. Links vor, rechts geht hinter. Hantel wechseln die andere Hand und wir starten. Erster Zug. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hälfte rum. 11, noch 8, 3, 4, 15, 16, 7, 8, 9, 20. Kleinen Schluck trinken. Erster Block geschafft. So, keine Sorge, wie gesagt, wir machen auch noch ein bisschen was mit den Hanteln. Aufpassen, nicht die Hantel ausdrücken. Das ist ein Muschel. Das ist dann gemuschelt oder gemogelt oder betrogen oder. Schmuh, man kann auch Schmuh sagen, das ist dann Schmuh. Ja, also nur die Trinkflasche trinken. So, Nase entleeren. So, wir machen weiter mit Kettlebell Swings. Das heißt, wir stehen ein bisschen breiter. Ich mache es wieder erstmal ganz kurz vor. Immer nur eine Hand. Weil dafür ist für beidarmige Kettlebell Swings ist dann doch das Küchengerät zu leicht. Wir starten unten, gehen nach oben auf Scheitelhöhe. Scheitelhöhe und wechseln. Wieder runter, wechseln. Schön nach oben ziehen. Ja, achtet darauf, dass euch niemand gegenübersteht. Wenn euch der Topf aus der Hand rutscht, nicht, dass ihr jemanden den Topf in die Stirn rammt. Muss nicht sein, das Jahr muss nicht mit einer Platzwunde beginnen. So, wir starten alle gemeinsam unten. 20 Kettlebell Swings, das heißt pro Arm 10 Schwünge. Ab geht's, erster Swing. 1, 2, aus der tiefen Hocke hoch. 3, langer Arm. 4, den ganzen Körper benutzen. Den ganzen Körper, eine funktionale Kraftübung. Lang von unten und hoch. Jawohl, oben greift ihr um. Oben ist die Hantel am längsten in der Luft. 9, 10, 11, 12, 13. Und das Schöne ist, fahrt zu euren Großeltern und guckt mal, was sie noch im Keller haben. Diese alten gusseisernen Monster. Jetzt könnt ihr sie rausholen. Vorletzter und letzter und locker. So, Kugel hinter der Hand, hinter dem Kopf. Kopf in Nacken und Trizeps Curls. Ab geht's. 20 Stück. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. In den Blöcken gibt es keine großen Pausen. Achtung, wir gehen gleich rüber in die Swings. 9, 20, Griff runter, einmal atmen und ab geht's. Zweite Runde Kettlebell Swings, einarmig. Dritter Swing, umgreifen. 4, 5, 6. Swing, 7, 8, 9, 10. Ja, für den einen mag der Topf zu leicht sein. Wie gesagt, aufrüsten muss jeder individuell, was er bereit ist oder in der Lage ist zu leisten. Aber wir müssen langsam das Feld der Flaschen räumen. Ja, 15. Einheit. Da muss ein bisschen was kommen, da muss was passieren. 19, 20. So, wieder stabil stehen, Köpfe leicht in den Nacken und Trizeps Curls, zweite Runde. 3, 4, 5, 6. Curl, 7, 8, 9, Hälfte rum. 11, 12, 3, 4, 15, 16, 7, 8, 9, 20.
umgreifen, runter, kurz Konzentration und ab geht's. Letzte Runde. In die einarmigen Sphinx. Zwei sind weg. Drei, vier, fünfter Swing, sechster, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, vier. Was da klappert, ist mein Ring, mein E-Ring, nicht der Griff. Der Griff ist fest. 19, 20. Beine ein bisschen schließen, Bauch geht rein, Kinn geht hoch und wir gehen in die letzte Runde. Trizeps Curls. 3, 4. Schön die Bewegung nach oben ausrichten und die Arme schön strecken. Ja? Der Muskel heißt Armstrecker, ja, oder der böse Winkelarm für alle Kosmetikaffinen. Also schön lang, lang hochschieben. Macht euch groß. Eine lange aufsteigende Bewegung. 8, 9 und wir trinken einen Schluck. So. Topf, Treter, Pfanne, Kettlebell beiseite legen, Schluck trinken und schon mal langsam ein bisschen nach der Matte illern. Brauchen wir gleich. Von daher schon mal danach gucken. So. So, wir gehen ins Bauchmuskeltraining. Den Topf brauchen wir, bitte nicht zu weit weglegen. Den Topf verkehrt rum schon mal ans Mattenende legen. So, ihr Guten, alles da gut? Bin ich gut drauf? Seht ihr mich? Gebt mir nochmal Hinweise. Perfekt. Okay, wir gehen in so eine ganz leichte Strandposition. Ja? Also auf die Unterarme stützen. Ganz leicht, ganz entspannt. Und jetzt stellt uns einer ein Teelicht unter den Rücken. Das heißt, der untere Bauch geht schön hoch. Und jetzt, Achtung, Beine heben ab und wir gehen immer auf und zu. Auf den Topf, runter vom Topf, auf den Topf, runter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16, 7, 8, 9, 20. Kurze Pause. Beine wieder drauf. Und jetzt im Wechsel ganz leichtes Trommeln. Ab geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Und durchatmen. Beine anstellen. Hände auf die Knie. Und jetzt gehen wir ganz leicht rechts vorbei, links vorbei. Wenn ihr in der Mitte seid, könnt ihr ganz leicht die Brustwirbelsäule ablegen. Der Kopf bleibt immer oben. Ganz leichte Crunches oder auf Deutsch Bauchpressen. Immer wieder mit der Stirn dem Knie entgegengehen. Ja? Als würde die Stirn gerne ans Knie kommen. So, wir sind bei 12, 3, 4, 5, 16, 7, 8, 9, 20. Kurz durchatmen. Topf neu richten. Ein Atemzug, zweiter Atemzug. Wir gehen die zweite Runde. Füße auf den Topf. Wieder diese ganz leichte Beach-Position. Ja, Strand muss nicht Meer sein. Strand kann auch See sein, Fluss sein, Teich sein, Pool sein. Ja, zur Not macht es auch die Badewanne. So, Bauch raus, Körper anspannen und wir gehen auf. Eins, hoch, zwei, hoch, drei, hoch, vier, hoch, fünf, sechster, sieben, acht, neun, zehn, elf, noch acht, drei, 4, 15, 16, 7, 8, 9, 20. Einmal atmen, Beine, Beine drauf und wir gehen in dieses Trommeln. Nochmal strecken und wir trommeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Topf ranholen. Zwei Atemzüge. Beine aufstellen, Hände aufs Knie und wir gehen die Crunches. Achtung, auf geht's. Rechts vorbei, leicht zurück, links vorbei, leicht zurück. 3, 4, 5, 6. Die Stirn zieht zum Knie. 10, noch 10. 11, 12, 3, 4,
5, 6, 7, 18, 19, 20. So, leicht ins Sitzen kommen, durchatmen. Jetzt kommt das Allerwichtigste, das habe ich in den ersten Staffeln vergessen immer. Der Arbeitsnachweis, der muss ja abgewischt werden, ja. Da hatte ich immer so ein bisschen, war ich so vergesslich, hatte ich meine Schwachstelle erkannt. Diesmal, ich fange gleich in der dritten Staffel von Anfang an, weil ich wusste, hier oben im Spa-Hotel, im Spa-Club, Funkhaushalle, ist es immer heiß. Okay, dritte Runde. So, Füße drauf, Körper spannen und wir gehen auf. 1 zu, 2 zu, 3 zu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 8 und 5, 5, 5, 5, 16, 7, 8, 29. So, meinen Topf muss ich kurz ausrichten. Füße drauf und wir gehen ins Trommeln. Wieder Körper spannen und ab geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Umfallen, bumm. Oh, zweimal atmen. Einmal, zweimal und ab geht's. Rechts vorbei, links vorbei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, die letzten 8, 4, 6, 8, 9, 20. Yes! So, Bodenteil erledigt, erste Runde. Wir machen weiter mit dem Tabata. Wenn ihr euch erinnern könnt, das war die Folge, wo ich die japanische Flagge eingeblendet hatte in der ersten Staffel. Zwei Übungen oder auch eine, es können auch 8 sein. Ja, es muss wohl irgendwie eine gerade Zahl sein oder bei 1 eine ungerade, die ihr 20 mal 8 oder 8 mal 20 Sekunden lang macht. Das Ziel ist es, in den 20 Sekunden hochintensiv zu trainieren. Also nicht gemütlich rumhuscheln, sondern 20 Sekunden Speed, ja, voll powern. Wir gehen das auch gemeinsam an. Wir starten in Kniebeuge und Seitheben. Dafür braucht ihr die Flaschen. Ihr könnt die Uhr nicht sehen, ich mache sie an, ja, dass ihr praktisch von mir anmoderiert werdet, wie es weitergeht. Ihr habt noch 15 Sekunden Zeit. Dann geben wir unser kleines Tabata, das ist das Mittelstück. Wir starten mit ganz leichten Bodyweight Squats, also Bodyweight ist eigenes Körpergewicht. Das heißt, die Arme sind, wir gehen tief runter und ziehen die Arme schön nach oben. Achtung, und ab geht's, 20 Sekunden, schön nach unten ziehen. Der Po geht nach hinten, achte darauf, dass die Knie über dem Senkel bleiben. Ja, und dann schön powern. Nicht zu langsam, es muss schnell sein. Ziehen, ziehen, die Arme kommen lang von hinten. Hochziehen, noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Tempo raus. Wasserflaschen nehmen. Ein Schritt vor, Achtung, 4 Sekunden noch. Einmal Luft holen. Arme gehen zur Seite hoch. Und ab geht's, die nächsten 20 Sekunden. Geht nicht so weit runter, immer nur halb zurück. Halb hoch, halb zurück. Und es reicht, wenn die Arme Schulterhöhe haben, nicht bis hier hoch. Ja, reicht, Schulterhöhe reicht. Und powern, 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 hoch, hoch. 6 Sekunden, 5 Sekunden, hoch, hoch. 3, 2, 1, Flaschen wegstellen, 10 Sekunden, kurz durchatmen. Noch 6 Mal das Ganze. Achtung, 2, 1 und wir legen los. Weiter in den Bodyweight Squat. Zack, achte darauf, dass unten die Zehenspitzen so ein bisschen leicht nach außen stehen, dass ihr unten ein kleines V bildet und dann wird losgelegt. Komm, 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 das sind nur 20 Sekunden. Gibt keinen Grund, hier rumzubummeln. Lang die Arme, lang, 4 Sekunden. 2, 1 und schon wieder durch. Und die Flaschen nehmen. Und einen Schluck trinken. Nein, nicht trinken. Atmen meine ich, trinken ist zu wenig Zeit. Und ab geht's, die dritten, die vierten 20. Arme hoch, lang, lang, lang. Wir wollen keine Ruhe empfinden, wir wollen einfach ausbauen. Hoch, hoch, Hälfte rum. Noch 9, noch 8 und die Arme gehen hoch. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die Flaschen weg. Fünf, nochmal Luft holen, Arme gehen hinter und ab geht's. Sechste Runde, runter, runter, runter. Zack.
lang von hinten. Arme gehen hoch, bis neben die Ohren, weit. Und dann gleich wieder runter, wie ein Gummiband. 3, 2, 1. Kurz durchatmen. 3, 2 und ab geht's. Seitheben. Drittes Mal. 8 mal 20 Sekunden. Wir sind in den 26. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Ja, ich weiß, die Muskeln brennen ein bisschen, aber jetzt müsst ihr gegen ankämpfen. Wir wollen das Limit erreichen. Nichts für den Rückweg aufsparen. Es gibt keinen Rückweg. Gibt nur vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und wegstellen. Letztes Mal Kniebeuge. Und nicht mehr zugucken, mitmachen. 2, 1, ab geht's. Letztes Mal die Squats. Runter, 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 runter. Gleich von oben die Umkehrpunkte beschleunigen. Unten hoch, von oben runter. Ganz schnell. 8, 6, 4, 2, 1. Letztes Mal seitheben. Kurz sammeln. 2, 1, letzten 20. Tabata 8. Ja, ihr könnt es kombinieren mit 8 Übungen. Ihr müsst nur in den 20 Sekunden alles geben. Als wenn es das Einzige ist, was ihr am Tag macht. Sonst verpufft die Wirkung. Der Trainingseffekt. 5, 3, 1 und locker. Sehr gut. Jetzt seid ihr schön warm. Das reicht erstmal für das erste Tabata. Wir gehen weiter. Ein bisschen ruhiger. Das Ziel ist, in der dritten Staffel haben wir ja vielleicht 6 Folgen geplant, dass die letzten 3, wir vielleicht 2, 3 Tabata schaffen, wo ihr ganz bewusst merkt, wie die Belastung ist, wenn ihr sowas regelmäßig macht. So, beide Hanteln, nicht weit weglegen. Weiter geht's mit unserem Kettlebell. So, Matte schiebe ich beiseite, brauchen wir nachher nochmal. So, greift den eng schön, dass er schön eng ist. Steht schön breit. Ziel ist es, die inneren Oberschenkel zu trainieren. Das heißt, wir starten aus einer sehr breiten Kniebeuge. Vor uns ist eine Glasscheibe und an der rutschen wir immer hoch und runter. Allerdings kommt dann noch der Armzug dazu. Ja, wenn ihr von unten hochkommt, gehen die Ellenbogen nach links und rechts wie so ein kleines V. Und die Hände stoppen unterm Kinn. Bereit? Alle sind unten, 25 Stück. Ab geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und schön runter. 8, 9 fürs Gesäß, für die Oberschenkel, Innenseiten. Und nicht nach vorn kippen. Rutscht an dieser Scheibe runter, an dieser imaginären Scheibe. Ganz gerade runter. Jawohl, perfekt. Letzten 10, 17, 8, 9, 5 haben wir noch. 21, 2, 3, 4, 25. Top weg, an die Hanteln. Arme und Seite rausstellen und Bizeps Curls. Ab geht's, 20 Stück. 2 sind weg, kommt zur Ruhe. Kleine Muskeln verlangen nicht viel Sauerstoff. Eine aktive Pause. Auch immer, jederzeit zu Hause, am Homeoffice, am Arbeitsplatz, auch im Gewerbe. Ja, wenn jemand in der Werkhalle arbeitet, ich denke, ihr habt so viel Gewichte, davon würden wir wahrscheinlich träumen, wir Fitness-Heinis, ja. Was ihr alles aus Stahl habt, riesen Schraubenschlüssel, riesen Muttern, Töpfe, Kessel, Schraubstöcke zum Wegwerfen und Rumschwingen. Vorletzter und locker. Hanteln beiseite, in Ruhe, aber gezielt. An die Hantel, große Schrittlänge, steht nicht zu schmal, es muss breit sein, sonst kommt es nicht in die Oberschenkel-Innenseiten. Wir starten unten, Blick ist oben und ab geht's, 25 Züge. Nennt sich High Pulse auf Englisch die Übung oder Hochzieher. Ja, für alle, die kein Englisch mögen. Ja, aber Hochzieher klingt immer so nach Winterschnupfen. Ja, und als Kind durfte man immer nicht hochziehen. Die Mama mal sagt, zieh nicht hoch, Junge, nimm ein Taschentuch. Also weg vom Hochzieher in die High Pulse. Wir sind bei 14, 15, noch 10 Stück, 16, 7, 8, 9, nochmal 5, 21, 2, 3, 4, 25. Hantel weg, kleine Hantel nehmen.
Auch hier, guckt mal nach, kauft euch was. Ja, wir steigern uns ja in der Intensität und auch in der Leistungsfähigkeit. Handeln raus und wir legen locker los. Bleibt schön seitlich, kommt mir nicht nach vorn. In den Side Curls ist der Bizeps isoliert. Hier vorne hat er aber noch so ein bisschen Unterstützer, aber an der Seite muss er alleine fighten. Manche entdecken unsere Videos erst jetzt. Ja, auch da, umso besser. Habt ihr schon mal 14 Stück stehen, mit der heutigen Folge 15. Da könnt ihr also erstmal die nächsten Wochen zwei, dreimal die Woche trainieren. Ja, in den ersten Folgen hat man noch Friedrich dabei, als Vertreter der Schülerschaft. Waren auch lustige Folgen, aber nicht unintensiv. Also Sport stand immer ganz oben, trotz der ganzen Rumalberei. 19, 20, letzte Runde. Hanteln weg, Leistungsnachweis wegwischen. Zugriff ans Gerät. Große Schrittlänge. Schaufenster vor der Nase. Wir gehen runter und ab geht's. Schön nach oben ziehen. Und powern. Hoch. Schön von unten hoch. Tief von unten. Dann gehen die Ellenbogen hoch. Ja, eure ganzen Büromuskeln, die sind hier aktiv. Die schlafen den ganzen Tag. Ja, von wegen nur Handy in der Hand, Lenkrad und Essbesteck. Jetzt geht's mal nach oben. Schön nach oben. Und länger werden. Kommt länger. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. 18, 19, noch 5 Stück, 21, 2, 23, 4, 25, Kettlebell weg, letzte Runde für die Oberarme. Oberarme ans Schopf, lasst sie nicht weg, schön dran lassen, die sind ja angetackert. Und wir gehen hoch. 2, 3, 4, 5 sind weg, 7, 8. Versucht die Intensität, die ich euch vorgebe, mitzugehen. Es sind 40, 45 Minuten von 24 Stunden. Ja, die müsst ihr versuchen, so aktiv wie möglich zu gestalten. Und dann habt ihr auch das Gefühl, ihr habt was geleistet. Ja, bloß ein bisschen so halbe Kraft, das ist Mist. Ja, das ist wie Küssen ohne Zunge. Das ist natürlich nur angedeutet. Vorletzter und letzter. Trinkt einen Schluck, einen Block haben wir noch. Oh. 14. Januar, das Jahr ist noch frisch. Und bis zur nächsten Bikini-Gelegenheit, bis zur nächsten Badehosen-Gelegenheit oder Badeanzug. Es sind noch Zeit, also ihr könnt euch noch so ein bisschen unter euren großen Wollhandtüchern verstecken. Aber ich sag mal, spätestens in 12, 13 Wochen kommt die Zeit der Wahrheit. Deswegen, jetzt schon anfangen, die AOK und Radebrocken, wir helfen euch. Guckt es euch an, Facebook, YouTube, wir sind dabei. Letzter Block. Wir variieren und da verlange ich von euch extreme Bereitschaft im Aufstehen und Hinlegen. Ja, wir kombinieren eine Standübung und Hinlegen. Das heißt, ihr könnt nicht zur Matte schleichen. Ihr müsst nach der Standübung runter ins Liegen kommen, sonst hat es keinen Sinn. Wenn ihr da schon verschenkt, kommt ihr nicht wieder rein. Ich bummel ein bisschen. Ich hoffe, dass das reicht, dass ihr alle mitkommt. So, Pfanne seitlich. Wir starten unten. Ich mache es einmal vor. Wir kommen hoch, auf der Brust umsetzen, dann schräg nach vorne drücken. Brust. Runter, Brust, schräg. Ja, ich fange ein bisschen seitlich an, dass ihr mich seht. Wir starten unten, wir heißen, das nennt sich umsetzen mit Schulterdrücken. Wir kommen hoch, setzen mit Schwung um und schieben hoch. Eins, runter, zwei, lang, runter, umsetzen. Drei, nehmt die Beine mit, tiefe Kniebeuge. Und hier wieder ganz funktional, viele Muskelgruppen beteiligt. Eine Übung, die im Alltag vorkommt. Ja, etwas anheben, etwas hochdrücken, etwas zureichen. Saubere Hebetechnik trainieren, das ist wichtig. Wir sind bei 11, wir sind bei 12, 13, 14, 15, noch 3 Stück, bis 18 geht's. 7, 18, Topf abstellen, ganz langsam, ich gehe langsam, ihr nicht, ihr müsst euch beeilen. An die Matte. So, kurz aufstellen. Rechtes Bein 90 Grad, Hände vor die Stirn und jetzt gehen wir immer im Wechsel vor die Knie. Ab geht's. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40. Achtung, bitte nicht mit den Unterschenkeln winken. Ja,
Das ist keine Käferübung. Es geht um das Langstrecken und das Beugen. Also immer um die Bauchmuskulatur. Ja, schön auf und zu. Ja, nicht nur da liegen und rumwackeln. So, wieder hoch. 18 Mal umsetzen. So, Garderobe richten. Griffe packen. Wir starten unten. Blick ist gerade und ab geht's. Umsetzen, Power, runter. Umsetzen, 2. Umsetzen, 3. Umsetzen, 4. Nehmt die Beine mit. Die Beine sind die stärkste Muskelgruppe. Ja, auch die größte vom Volumen her. Die frisst 4 Kalorien. Nehmt sie mit. Und hoch. Und lang. Und 12. 3. 4. Noch 3. 16. 7. Und 8. Langsam zur Matte. Kein Käfer. Mehr müsst ihr euch nicht merken. Rechts gebeugt. Hände vor der Stirn. Immer im Wechsel. Ab geht's. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, letzten 10, 2, 4, 6, 8, 9, 40. Ihr habt es gleich geschafft. Beide Übungen noch einmal. Dann eine kleine Dehnung. Und habt ihr schon wieder geschafft. So, wir starten unten. Zehenspitzen leicht nach außen. Tiefe Kniebeuge und ab geht's. Umsetzen, hochschieben. 1, runter. Umsetzen, 2. Rum, 3. Tief, rum, 4. Runter, rum, 5. Runter, rum, 6. Runter, rum, 7. Und die letzten 10. Ab geht's, kommt. 9. Letzten 8, 11 und schön den Topf hinterher gucken. Lang, der Blick folgt der Hantel. Ihr guckt den ganzen Tag nach unten. Hoch, vorletzter, letzter. Topf beiseite, langsam zur Matte gehen, hinlegen. So, lang ausstrecken, rechtes Bein schwebt, Hände vor die Stirn und wir legen los. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 9, 40. Yes! Erste Folge Staffel 3 gerockt. Mir ist warm. Ich gebe es zu. Hier ist der Beweis. Muss doch beziehen. Ein wenig muss ich dann doch den Schweiß abwischen. Aber wie gesagt, Schwitzen ist ja keine Schande. Die Schande entsteht nur, wenn man es nicht schafft. Aber auch das ist ja ein dehnbarer Begriff. Was heißt schon nicht schaffen? Ja. Man muss ja irgendwann mal anfangen mit Sport. Damit irgendwie seinen Körper in Bewegung bringen. So, trink einen kleinen Stück. Dann gehen wir in die Dehnung. Und dann das Tagebuch schreiben. Liebes Tagebuch, 14. Januar. Ich war dabei, erste Folge, Staffel 3. Reimt sich auch. So, ganz leicht runter, wieder ins Liegen kommen. So, die Arme lang. Linkes Bein lang ausstrecken, rechtes hoch. Griff in die Kniekehle und ganz sanft die Ferse hoch. Köpfe ablegen, dass hier ein leichter Zug entsteht in der Wadenmuskulatur. Und kommt zur Ruhe. Beides zählt jetzt. Puls runterbringen, Atmung runterbringen, durchatmen. Ferse zum Himmel und locker. Rechts geht raus, links geht hoch, dran ziehen und die Ferse sanft hoch, Köpfe runterlegen. Und wie gesagt, die Dehnung. Investiert da ruhig mal immer so 10, 12 Minuten. Ja, gerade verkürzte Muskulatur macht ganz, ganz viel an Beschwerden. Ich habe da selber Oktober gelitten, habe ich so eine Piriformis-Verhärtung gehabt. Das ist ein Muskel im Gesäß, der hat mir echt auf meine Nerven gedrückt und mir die Beine auch abgedrückt. Also da musste ich ganz schön viel Gymnastik machen und locker, um das zu lösen. So, rechts auf links. Wir greifen durch die Knie durch, nicht außen rum, in die linke Kniekehle, lehnen uns zurück
Oh, und ziehen mal dran. Und durch die Hebelwirkung des Zuges über das rechte Schienbein, Knie, Oberschenkel bekommt ihr einen Zug in die Adduktoren, aber auch ins Gesäß. Und das ist wichtig. Haben wir jetzt benutzt, viel benutzt. Und wechseln. Links auf rechts, Griff in die rechte Kniekehle. Zurücklehnen. Oh, und einfach mal es schön finden, rumzuliegen. Oh. Ihr könnt natürlich gerne auch so ein bisschen ruhig stöhnen und ächzen, wie ich das gerne mache, ja. Perfekt. Und locker. Beine aufstellen, Beine ausschütteln. Wir kommen mit Schwung nach oben. Hopp. Parken das linke Bein ab. Das rechte geht gerade raus. Die Zehenspitze zum Körper ziehen. Einatmen. Und ins Ausatmen nach vorne fließen. An die Zehenspitze. Das ist beides egal. Blick aufs eigene Knie. Ja, nicht zur Nachbarin gucken, aufs eigene Knie. Und sich schön im Atemrhythmus dem Knie immer weiter annähern. Ja, wer nicht vorne hinkommt, haltet euch am Schienbein fest. Wichtig ist, das durchgedrückte Knie, dass hier hinten die Dehnung entsteht. So, schön nach vorne ziehen. 3, 2, 1 und lösen. So. Rechtes Bein abhaken, linkes Bein durchdrücken. Tief Luft holen und ins Ausatmen nach vorne fließen. An die Zehenspitze greifen. Und dem eigenen Knie entgegendehnen. Bisschen halten. Ja, man kann sich auch mal wundern, Mensch, was man hier so macht, ja. Dass man sich darauf eingelassen hat, mal zu gucken. Oder für die, die schon die anderen 14 Workouts mitgemacht haben, dann Mensch, das fand ich jetzt nicht so anstrengend oder war doch mal cool nach der Winterpause. Ja, und locker. So, wir kommen leicht nach oben. Rum in den Vierfüßler. Hände aufstellen, Kinn auf die Brust. Wir gehen erstmal in so einen Katzenbuckel. Oh, schön den Rücken rund machen. Rücken wieder gerade, breiter Kniestand, auf die Fersen setzen und wir gehen mal ganz lang nach vorne auf Zug und der Po geht Richtung Fersen und dazwischen ziehen wir die Schulterblätter bis hoch zu den Ohren. Atmet lang und tief, kommt zur Ruhe. Und locker. So, Knie schließen, rechten Schuh aufstellen, langsam in den Stand kommen, Garderobe richten. Arme gehen nach vorn, wir fallen in die Knie, atmen ein, ziehen den Brustkorb schön auf, das Kinn geht hoch, die Arme gehen weit zurück und wir atmen aus und lösen auf. Arme ausschwingen. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, erholt euch gut. Fünfmal müssen wir noch, war erst die erste Folge Staffel 3. Alles Gute, denkt an die Verlosung, an das Teilen, ja, bei Facebook. Ja, share us, wie es so schön heißt. Teilt unser Video, teilt alle Videos, die wir haben. Wir kommen im Guten, ja. Im Bösen versuchen wir es erst, ja. Also noch sind wir friedlich. In dem Sinne, bis zur nächsten Einheit. Radio Brocken.